Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video. Und wie ihr seht, gibt es hier gerade schon wieder einige Probleme. Aber das kriegen wir schon hin. Bongobor wurde wieder niedergeschlagen, weil ich ihm gesagt habe, ja, greift ihn mal im Nahkampf an. Aber war keine gute Idee. Auf jeden Fall sind wir wieder schön dabei. Alle sind am Ausrasten die ganze Zeit. Und ja, was soll man dazu großartig sagen, ne? Was soll man da großartig machen? So, auf jeden Fall. Heute mal gucken, was so passieren wird. Ich werde jetzt erstmal hier alles reparieren. Werde mich dann darum kümmern, dass die Leute bekehrt werden. Und allgemein müssen wir mal schauen, dass hier langsam alles fertig wird. Und vor allem die Leute halt auch so launtechnisch langsam wieder ein bisschen auf den Damm kommen. Ich weiß gerade nicht, warum er nicht behandelt wird. Linker kleiner Finger wurde ihm abgeschlagen. Also die werden auch alle irgendwie komplett, ja, egal. Auf jeden Fall. Er ist wieder auf dem Damm soweit. Er blutet nicht mehr. Und ja, falls auf RimWorld steht, Däumchen nicht vergessen. Könnt gerne folgen. Wird noch mehr kommen. Und Vertragskolonisten, was ist das denn? Braucht eine helfende Hand. Luciferium, Fähigkeitstrainer Bergbau. Ja gut, die Drogen sind nicht gut, Luciferium. Wir könnten ein bisschen Ruf machen, fortschrittliche Bauteile. Die fortschrittliche Bauteile sind schon wirklich gut, 11 Stück vor allem. Aber da würden wir halt wieder so richtig weit nach vorne kommen. Ja, machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Terrorfreak, war das nicht unser Nahkämpfer? Nee. General Kuchen war das. Gott, die sind auch alle krank, ey. Zum Katzen. Dann mal sehen, ne? Medizinischer Notfall, braunes Opossum. Unterernährt extrem. Essenslieferung. So, zwei Kolonisten können wir wegschicken. Ich würde sagen, Sephiroth und Terrorfreak nehmen wir. Die beiden kriegen das ganz gut hin, denke ich mal. Auch wenn Terrorfreak noch ein bisschen angeschlagen ist, aber das klappt schon. Kapseln eingetroffen. So, die müssen schnell rein, weil die sind wertvoll. Ah ne, die sind erstmal weg. Okay, also die sind, da müssen wir nichts machen mehr. Die sind jetzt erstmal weg, die beiden. So, Muffelkopf geht soweit auch nicht so gut. Keine Drogen bitte. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir die alle wieder hinbekommen. So, jetzt ist hier jemand an der Grippe gestorben. Ein Gefangener. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. Wichtig ist General Kuchen. Der muss das schaffen. Der schafft das auch. Wir haben auch das braune Opossum an Unterernährung verloren. Also, hier läuft momentan nichts gut. Hier läuft gerade gar nichts gut. Der kann das vielleicht noch eben machen, das Aussehen. Wir müssen die Drogen loswerden. Puh. Jetzt nimmt er sich Drogen hier. Das ist auch wieder typisch. Digga, geh endlich ins Bett. Ich sage jetzt, es nimmt der auch Drogen.
Ambrosia Excess Bongo Bob, wo ist er denn da? In der Nähe stürzt ein Pflanzensammler Mellor mit einer Transportkapsel ab. Er ist bereit, seinen Beitrag zu leisten, sobald er sich erholt hat, wird aber nicht freiwillig gehen. Mellor. Er ist Muffelkops Bruder, okay. Mellor. Der kann erstmal nicht laufen. Luziferiumsucht. Digga. Der ist süchtig nach Luziferium. Muffelkopf ist, es tut mir leid, aber... Na gut, das wird Muffelkopf nicht gefallen. Es ist mir aber egal. Gut gemacht. Scheiß Drogen, ey. Luziferium, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist so, wie als würdest du Crocodile nehmen. Crocodile, zur Erklärung, ist eine Drug, die dich nach einmaliger Nutzung eigentlich schon komplett kaputt macht. Da stirbst du hundertprozentig dran. Auf kurz oder lang. Und so ähnlich ist es damit auch. So, freilassen. Puh. So, Muffelkopf, der ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, weil ich seinen Bruder getötet habe. Steht hier aber gar nicht. Mein Rivale starb. Gefangener gestorben. Verantwortlich. Das findet er gut. Ich habe den Tod eines Gefangenen zu verantworten. Jetzt werden mich alle respektieren. Okay. Kann man machen. Conversion Ritual funktioniert immer noch nicht, leider. Aber ich denke, wir könnten Muffelkopf eigentlich auch erstmal einsperren und bekehren. Beziehungsweise ein bisschen Beratung wäre vielleicht auch gut. So, kann. Genau, Bongo kann ja so ein bisschen. Hat die Beratung von Bongo Bob verbockt. Bongo Bob ist verstimmt. Gut gemacht. Ah, da versucht man zu helfen, ne? Skulptur aus Holz, meisterlich. Ui. Wenigstens etwas Gutes. So. Ja, General Kuchen geht's auch überhaupt nicht gut. In der Kälte geschlafen, Aas gekochte, bla. So, dann legt er sich da oben jetzt rein. Dann geht es ihm zumindest etwas besser. Eine Dunkelheit findet er jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut. Krank. Ja, die Grippe klingt gerade ab, also alles gut. Es ist wirklich anstrengend gerade, ne? Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Vor allem dann kriegen wir so ein Teil da und dann ist das ein Luziferium-abhängiger Junkie. Ah, das ist fies, ey. Kannst du den vielleicht mal ja, Muffelkopf soll den mal eben kurz hier begraben.
Damit er zumindest hier oben raus ist, ne? Wo ist denn die Dryade? Erzeugt kostenlose Dryade in 3, 2, 1. Da ist sie. Hä? Und die muss jetzt wieder 6? Wollen die mich komplett verarschen? Warum? Ich verstehe das nicht. Übrigens kriegt die dadurch Punkte in Pflanzen? Ja, kriegt sie. Das ist ja cool. Da wird die auch sogar besser in Pflanzen hier. Das ist ja top. So, den verarzten wir auch gerade. Hungernde Kolonisten. Ja, dann ist was. Ja, unsere Gefangenen. Hakuya ist auch gestorben anscheinend. Meine ganzen Gefangenen sind verreckt. Oh. Das sieht überhaupt nicht gut aus momentan. Ich würde auch gerne forschungstechnisch nach vorne gehen, aber das bringt gerade nichts. Da wird es ja nur schwerer mit. Ich brauche eigentlich Rüstungsteile. Ja gut, ihr kann ich keinen Helm geben. Er hat schon einen Helm, aber so 3 Stück könnten wir eigentlich herstellen. Oh, wie das so weitergeht. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Jetzt gibt es Wurminfektionen. Jetzt haben wir hier eine Wurminfektion. Und ich frage mich momentan, was hier eigentlich gerade im Spiel los ist. Weil ich check's einfach nicht. Ich check's einfach nicht, Leute. Ich weiß einfach nicht, was hier momentan abgeht, dass man... Hier, wir haben auch überhaupt keinen anderen Arzt gerade. Also Muffelkopf könnte es lernen. Wir brauchen auch momentan einen, der das machen kann. Aber ich bin momentan so am Überlegen, woran könnte das liegen? Dass so viel passiert momentan. Ne, keine Ahnung, ey. Ich bin da momentan so ein bisschen überfragt, beziehungsweise habe ich so... Keine Ahnung. Was hier eigentlich gerade abgeht. Weil eigentlich ist das viel zu viel. Für den Schwierigkeitsgrad jedenfalls. Aber mal gucken, ey. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann die anderen jetzt zurückkommen. Betragskolonisten. Für 17 Tage. Oh. Das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. 11 Tage sind die noch weg, ey. Ich habe mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt weitermachen können. Und ich glaube, ein großer Punkt, der uns wirklich weiterbringen würde, wäre, wenn wir das Relikt bekommen. Wir haben nur noch einen einzigen, den wir machen müssen. Und der ist genau daneben. Ich denke, dass wir da hingehen sollten. Ich weiß, es ist risky. Es ist wirklich risky gerade. Ich weiß das. Aber wir nehmen die Nahkämpfer mit. Wir nehmen General Kuchen mit. Der packt sich mal eben seine Machete ein hier. Und dann schicken wir die dahin. Wir nehmen Bongo Bob. Ich weiß nicht, ob wir Bongo auch mitnehmen sollten. Wahrscheinlich weniger. Weil der ist aktuell echt angepisst. Aber ich nehme ihn trotzdem mit. Wir lassen nur Peam Pearly hier. Weil Peam Pearly ist sowieso nicht brauchbar dafür. Und kann vielleicht noch ein bisschen verteidigen, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte. Wir machen das heute. Weil dann haben wir das Relikt. Bald. Sehr bald. Und das wäre definitiv sinnvoll, weil, wenn wir das Relikt haben, wird hoffentlich ein Stimmungsboost sein, ne? Da, sag ich mal, möglich sein.
Und wenn wir eine Sache brauchen, ist es Stimmung. Wir brauchen unbedingt Stimmung. Das ist so heftig. Aber gut, wenigstens das hier funktioniert jetzt automatisch. Peem Purly lernt momentan auch mit Pflanzen umzugehen, was gar nicht mal so schlecht ist. Aber halt auch sehr langsam, ne? So, die sind auf dem Weg, schlafen jetzt allerdings genau nach dem Loslaufen. Toll. Egal. Auf jeden Fall, der Bongo, da müssen wir wirklich mal schauen, wie wir das mit dem hinkriegen. Und so an sich, ja, was soll ich da sagen, ne? Ich bin wirklich mal gespannt. Yay, wir sind da. Auch wenn ein staubiger Komplex wahrscheinlich kritisch ist. Aber schauen wir mal. Ach, so ein Ding wieder, okay. Da bin ich mal gespannt. Wir haben zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer. Ich denke, selbst wenn ein Angriff kommen sollte, kriegen wir das schon hin. Ich bin guter Dinge. Das ist nicht gut. So, macht mal das Feuer bitte aus. Extrem heiße Luft. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt sind die schon mal angeschlagen von dem. Das ist überhaupt nicht gut. Aber wir hätten das nicht schaffen können. Sonst, ne? Genau, wir machen das hier. Das hier lassen wir offen. Die sind nur ein bisschen angeschlagen, haben ein paar Verbrennungen, das geht schon. Digga. Wir müssen die anderen hacken, die Antiken. So, das hier ist ein feindliches Terminal. Da können wir noch was bekommen. Also einen Angriff kriegen wir hier, glaube ich. Aber das sind die wichtigen Terminals hier. Die machen wir zuerst. Überfall die Salamander. Oh, gar nicht gut. Was haben wir hier? Oh nein. Das sind vier Leute.
Überfall die Salamander. Kapseln eingetroffen. Quest abgeschlossen. Reliquie gefunden. Du hast endlich den Ort der Reliquie. Ist einer der antiken Schulen. Sie wird von einem Sicherheitssystem mehr. Nach drei Tagen werden alle Sicherheitssysteme automatisch aktiviert. Okay. Scheiße. Oh Gott. Diese Komplexe sind wirklich härter als gedacht. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich hab's gegen die Wand gefahren. Beim jetzigen Schwierigkeitsgrad werden wir mit den anderen drei nicht überleben können. Und das ist ein guter Punkt, um das Ganze neu zu starten. Ich werde allerdings die Überlebenden, werde ich allerdings aufschreiben. Und die werde ich dann mit dem Namen verwenden. Also Peem Purly. Werde ich dann alles aufschreiben. Hier habe ich hier irgendwo noch was zum Aufschreiben. Ich mache das gleich auf dem Desktop. Und die drei werde ich dann verwenden. Aber für mich ist es auf jeden Fall jetzt eindeutig, wie schwierig eigentlich dieses neue Add-on ist und vor allem, wie schwierig diese neuen Inhalte sind. Das ist krass. Ne? Und vor allem, dass ich Nahkämpfer hasse. Also ich werde keine Nahkämpfer mehr machen, denke ich. Ich habe jetzt ein bisschen mit Nahkämpfern gespielt hier. Das war teilweise ganz nett, aber eigentlich war ich eher enttäuscht. Sind ständig verwundet und selbst wenn sie einen guten Nahkampfwert haben, werden sie teilweise von Leuten mit Uzis umgehauen. Also für mich auf jeden Fall nicht sinnvoll. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal neu aufbauen. Ich werde das dann auch vor der nächsten Folge machen, schon mal alles so ein bisschen aufbauen, schon mal planen. Und ne, schon mal alles fertig machen soweit. Ich werde euch dann mal unsere Religion erzählen, beziehungsweise erklären. Oder ich werde das einfach überspringen mit dem Bauen dann. Dann werde ich mit der Religion, das werde ich mit in die nächste Folge nehmen. Und dann werde ich halt den Rest überspringen, wo es nicht so spannend ist, ne, wo noch nichts fertig ist. Aber ja, sagen wir, die Kolonie haben wir verloren. Ich könnte jetzt noch zu Ende spielen, klar. Aber mit drei Leuten, das wird schwierig. Und vor allem, wenn man so früh schon so viele Leute verliert, nee, das ist nicht sinnvoll. Auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen gelernt. Und das ist das Wichtigste. Und ja, das war echt trottelig, aber irgendwie auch cool. Ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Motivation, um weiterzumachen und einmal das Ganze neu aufzuziehen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der nächste Durchlauf wird. Und vor allem werde ich dann die Religion so wählen, dass wir das Ganze ein bisschen angenehmer haben. Puh, beziehungsweise das so ein bisschen mehr auf meinen Spielstil passt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.